Spec Ops The Line Folge 18. Vielleicht gibt's jetzt die allseits gefürchtete Helikopter-Szene, die wir auch schon aus dem Intro des Spiels kennen. Ich bin gespannt. Moment, hier stimmt was nicht! Ja, jetzt ist es zu spät! Nein, ich meine, das haben wir doch schon getan! Wie meinst du das? Ah, scheiß drauf! Das ist doch ein Klacks! Mach die Wichser einfach fertig! Den Klack! Ja, guck, er hat das auch schon mal erlebt. Wir auch. Das war nämlich das Intro. Wie gesagt, es gab immer zwei Szenen, wo man gesagt hat, da soll ich Angst vor haben. Das ist erstens die mit dem Phosphor und B, die mit den Helikoptern. Ich weiß nicht, ob das hier ist. Könnte aber natürlich sein. Mal sehen. Wir werden es vermutlich sehen, wenn ich es nachher zum fünften Mal probieren muss. Bislang geht es noch einigermaßen. Ich muss nicht selber fliegen, das macht, stimmt mich schon mal ein bisschen optimistisch. Huch. Wow, 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 wow. Scheißegal, halt das Ding ruhig! Da kommt noch ein Missile! Ja, ich glaube, am wichtigsten ist, dass wir die Raketen wegschießen. Boah. Ist ganz schön schwer, das hier ruhig zu halten. Stimmt, die Szene fand ich am Anfang schon cool. Boah, krass. Das ist so geil. Oh, Scheiße. Vorsicht, Vorsicht. Sie mich hören. Colonel? Öffnen Sie die Augen, Walker. Sie sollen sehen, was Sie getan haben. Wobei sollte längst tot sein. Wir sollten diese Menschen im Stich lassen. Stattdessen wählten wir die Verdammnis. Okay. Nicht alle von uns. Was? Wer ist da? Eines eurer Opfer. Der, der nur Befehle ausführte. Sie ließen uns keine Wahl. Ihr hattet immer die Wahl. Ihr habt nur Scheiße gebaut. Wir wollten euch retten. Tief drin wussten sie, dass wir alle sterben müssen. Es war nicht meine Schuld. Captain! Lugo! Hilfe! Über 5000 Menschen lebten noch in Dubai, am Tag bevor sie ankamen. Wie viele sind wohl heute noch am Leben? Wie viele werden es morgen sein? Ich dachte, ich soll diese Stadt vor dem Sturm schützen. Falsch. Ich muss sie vor ihnen schützen. Walker, bist du da? Verdammt, Walker. Wenn du lebst, dann antworte mir. Colonel. Was? Ich bin's, Adams. Scheiße, Mann, wo steckst du? Weiß noch nicht. Ist Lugo bei dir? Nein, der ist seit dem Heli-Absturz weg. Fuck. Und wo bist du? Folg einfach dem Rauch. Gut, ich komm zu dir. Huiuiui. Okay. Jetzt wird hier, auch noch Meta-ebnisch, wie man das nennt. Okay, also ich bezweifle, dass das die vorausgesagte Helikopter-Szene war. Dazu war sie zu einfach. Und ich höre schon wieder fröhliches Geballer.
ist einer von... Ich wundere es gerade, dass mein Fadenkreuz sich nicht rot färbt. Shit, mich hat's erwischt. Ist ein bisschen schwer nur mit der Knarre. Ich hab den Hurensohn. Nein. Oh oh. Nein, da wäre eine Waffe gewesen. Das wird helfen. Kannst du gehen? Ich brauche einen Moment. Nimm mir diese Kerle vom Hals. Ich übernehme die 33. Komm auf die Beine. Was gibt denn das jetzt? Ich habe keine Munition mehr. Nein, geht in Deckung, Mann! Oh, ich hab verfickte Steuerung hier. Das ist unfassbar. Conrad wird niemals zulassen, dass Walker und seine Männer Dubai verlassen. Ja, super. Das ist ja toll. Alter. Granate. Deckung. Scheiße, das könnte eventuell eng werden. Ah. Okay, wir haben ihn. Das war's fürs Erste. Wir müssen weiter. Kannst du gehen? Geht schon. Gut. Wir müssen Lugo finden. Dann holen wir uns Conrad. Wir können diese Menschen immer noch retten. Ich lasse nicht zu, dass er uns im Weg steht. Klar. Das hat ja auch bisher toll geklappt. Ich habe dich nicht um deine Meinung gefragt. So, alles klar. Okay. Dann behalte ich jetzt einfach mal die Schrotflinte. Oder warte, was hat er? Nee, das will ich nicht haben. Ist also Conrad das offizielle Feindbild. Ich frage mich ja so langsam schon noch ein bisschen, ob wir hier überhaupt das Richtige tun. Walker, Adams, verdammt, wo steckt ihr? Ich sitze fest, ohne Waffen, mit einem scheiß gebrochenen Arm. Lugo, Lugo! Shit, hab ihn verloren. Das Signal kam von irgendwo nördlich. Diese Menschen haben das Ende der Welt erlebt. Keine Nahrung, kein Wasser, keine Hoffnung. Freunde tot, Familie abgeschlachtet. Sie leben in der Hölle. Und doch schnuppern sie noch an den sterbenden Rosen. Ich verstehe, warum der Colonel tut, was er tut.
Aber wenn diese Menschen noch genug in sich finden, Kunst zu machen, ist da vielleicht mehr, als er sieht. Ich denke sehr oft an Morrow, der aus dem zerbombten London sendete. Er half Menschen, zeigte ihnen etwas, das die Nazis nicht kleinkriegten. Der Truck da draußen hat CB-Funk. Wenn ich jetzt noch ein paar Lautsprecher auftreiben könnte, das wäre doch was. Ach was, los, komm! Okay. Oh, das sieht mir schon wieder nach viel Schlacht aus. Geh in Deckung! Vorsicht, da kommen sie ja schon. Scharfschütze, auf dem Boot! Wir müssen nah ran, um sie zu kriegen! Ladet her! Uiui, nein, fuck! Ach, Mensch! Ja, da war ich jetzt selber schuld, hätte ich in Deckung bleiben sollen. Mann, oh Mann, hey. Diese Schiffe sind doch cool in der Wüste. Geh in Deckung! Vorsicht jetzt, los! Scharfschütze, geh Deckung! Wir müssen nah ran, um sie zu kriegen! Ziel aufgemacht, ich schalte es auf! Beobachtet den Feind, der kommt aus der Deckung! Kann nicht vorrücken, zu gefährlich! Haftgenote! Gib mir Deckung! Ich lade nach! Haftgenote! Schrotflinte unterwegs! Ich hab mich zurück! Da kommt noch eine Gruppe! Das bringt auf die Entfernung ja nichts, verdammt. Ich würde keine Munition mehr fürs normale Gewehr. Oh Gott, lauf, 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 rutsch, rutsch. Oh Gott. Ich glaube, ich versuche mal den Sniper da auszuschalten. Granate raus! Was? Nein, der Penner, ich hab den nicht gesehen. Oh. Nächster Versuch. Konrads Hauptquartier ist im obersten Stockwerk des höchsten Turms von Dubai. Gut zu wissen. Geh in Deckung! Vorsicht jetzt, los! Delta rückt vor! Scharfschütze, auf dem Boot! Wir müssen nah ran, um sie zu kriegen! Walter, hier ist eine ohne Deckung! Weg ist er! Wir sind schwer unter Beschuss! Ah, da hinten gibt's Munition. Oder Granaten. Achtet auf die Schrotflinte! Jetzt aber. Viel zu kurz. Ich brauche hier Hilfe. Renn doch. Sniper tot? Nee. Unter Feuer.
Wir haben jetzt schon wieder keine Munition für das andere. Was holt denn der aus den Kisten immer raus? Zwei Schüsse oder was? Schnell. Lade nach! Haltet sie mir vom Leib! Hartgranate raus! Ich hab den Hurensohn! Okay. Gerade mal kurz gucken. Nein, ob ich hier noch irgendwo Munition krieg. Das wäre mir ganz recht. Ah. Lade nach! Haltet sie mir vom Leib! Rücke aus! Das sind Gegner. Ich dachte, das sei unsere. Kill ist bestätigt, verdammt! Kill ist bestätigt, verdammt. Ja, was auch bestätigt ist, ist das Ende der Folge. Dat Überleitung. wir machen ein kleines Päuschen. Oh. Na, so ein dreister Kerl. Sag mal. Also wirklich. Ja, so, jetzt machen wir ein kleines Päuschen. Sehen uns in der nächsten Folge wieder von Spec Ops The Line. Bis dahin. Tschüss. Bye, bye. Achtet auf die Schrotflinte. Ja, Gott, verdammt.